Meine sehr geehrten Damen und Herren, es hat sich vielleicht schon umgesprochen, aber wir sind jetzt dabei, eine Dokumentation zu machen über 30 Jahre Eureka. Richtige Jahr im Dezember, am 21. dieses Jahr ist dann dieses Jubiläum. Und ich habe mich für diese Dokumentation, wo Zeitzeugen interviewt werden, wo historische Dokumente auch gezeigt werden, ich habe mich jetzt ein bisschen intensiver nochmal mit der Geschichte befasst und möchte einfach so ein paar Nuancen mal jetzt zum Besten geben, solange jetzt einfach noch Zeit ist. Der erste Schritt war eigentlich erstmal das Aufeinanderzukommen, weil es war eine ganz schlimme Grenze gewesen und dass wir damals die deutschen Landräte, Bürgermeister und die polnischen Kollegen gesagt haben, ja, wir wollen eine gemeinsame institutionelle Einrichtung, um besser unsere Zusammenarbeit koordinieren zu können. Wir wollten es damals in Stiftung Europa-Brücke unterlagen könnten. Aber irgendwann, sehr schnell, haben wir gesagt, Region, das ist das größte Mittel wert aus den Westgrenzen. Wir haben einen Erfahrungsaustausch gemacht. Und ich erinnere mich an mehrere Besuche in meinem Büro damals von Dr. Walter Romberg, dem ehemaligen Finanzminister der DDR, dass der Beobachter im EU-Parlament, der sich in unserer Region sachkundig gemacht hat, wie läuft es denn? Und da war ein Punkt ganz prekär und schlimm. Wir konnten kein Geld über die Grenze reichen. Und das war dann auch für ihn der Aha-Effekt, dass er gesagt hat, okay, wir müssen jetzt probieren, wie man das machen kann. Und hat im EU-Parlament als Beobachter eingebracht, 10 Millionen EQ für Cross-Border für die EU-Außengrenze zu mobilisieren, was bewilligt wurde. Was daraus geworden ist, dieses große PCPC-Projekt und jetzt sowieso gleichberechtigt, das kann jeder nachvollziehen. Wir haben aber das nicht über die Grenze bringen, trotzdem auch mit Schleichwegen gemacht. Mit Geldern der politischen Bildung Brandenburg haben wir seinerzeit ein Büro in Slubice gegründet, 1992, wo 4 Mitarbeiter, 2 Deutsche, 2 Polnische, Krzysztof war auch dabei, schon ist da mit eingestiegen. Und haben damals die Vorbereitung getroffen, dass überhaupt diese Euroregion, die Mittlere Oder und die anschließende Euroregion gegründet werden kann. Und für mich war es dann ein sehr schwerer Schritt zu sagen, wir müssen mit diesem Büro nach Frankfurt-Oder, zweite Hälfte so Witze, weil Gelder nicht über die Grenze gereicht werden können. Das ist für andere Grenzen sicherlich auch heute noch ein großes Problem, sollte man vielleicht auch im Kopf behalten. Das Ergebnis fand ich aber dann nicht so gut, dass das Büro von Slubice nach Gorschow gegangen ist. Gestattet mir jetzt diese Anregung einfach nochmal zu geben, weil das ist mir ein Herzensanliegen. Von Anfang an habe ich dafür gekämpft, für ein gemeinsames Büro. Ja. Und das sollte sein, irgendwo an der Grenze. Egal, ob auf der deutschen oder auf der polnischen Seite. Ich sage einfach, die Gebäude des Polonikums schreien einfach danach, dort sitzt eine gemeinsame Geschäftsstelle der Eurogym zu sein. Ich möchte einfach diesen Moment hier nutzen und dieses Gremium nutzen, dass dieser Gedanke vielleicht vertieft wird und ja, in naher Zukunft umsetzen wird. Ja, das war meine Botschaft an euch und ich hoffe, das wird ein guter Film. Da gibt's, ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, die sich gerne erinnern und gern bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Und ja, schauen wir mal. 30 Jahre Eurogym wird es vorgestellt.